Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In diesem Video geht es darum, ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben für Mythisch Plus Instanzen, und zwar in den meisten Fällen für spezifische Mythisch Plus Instanzen, wo ihr mit bestimmten Tricks und Tipps einfach ja ein bisschen Zeit ersparen könnt und auch den Healern und euch selber das Leben ein bisschen einfacher machen könnt. Dazu sei aber gesagt, dass es hier am besten wäre, wenn ihr das Ganze in einer eingespielten Gruppe macht, also nicht mit einer Random-Gruppe, denn mit einer Random-Gruppe habt ihr die meisten Probleme einfach. Da könnt ihr euch nicht im Teamspeak oder im Discord absprechen, was ihr machen sollt, sondern da ist das Ganze natürlich einfach ja ein zusammengewürfelter Haufen, wo ihr meistens einfach ja wirr durchläuft und fertig. Wenn ihr aber eine eingespielte Gruppe seid, dann können euch diese Tipps und Tricks hier in den Mythisch Plus Instanzen jetzt auf jeden Fall helfen, in den ein oder anderem Fall auf jeden Fall schneller und sicherer voranzukommen. Fangen wir mit dem ersten Tipp des Tages hier gleich einmal an. Ja, wenn ihr einen Nachtelfen spielt, habt ihr den größten Vorteil überhaupt, den es gibt. Denn ihr habt die Fähigkeit Schattenmimik. Was bringt euch Schattenmimik? Ja, Schattenmimik macht euch einfach unsichtbar, hält so lange an, bis ihr euch dann wieder bewegt. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, bin ich unsichtbar, und solange ich mich nicht bewege, bleibe ich sozusagen in der Verstohlenheit drinne. Der größte Vorteil bei Schattenmimik ist aber einfach, dass er nicht wie bei verhüllter Nebel so wirkt, dass ihr zum Beispiel von Gegnern gesehen werdet, die zum Beispiel diese Fähigkeit haben, wo ihr die verstohlenen Feinde mit entdecken könnt. Nein, denn jetzt könnt ihr an euch direkt hier zum Beispiel, wo mein Mauszeiger ist, einer vorbeilaufen, der Verstohlenheit entdecken hat, und der sieht euch einfach nicht. Das zum Beispiel ist der erste große Pluspunkt an Schattenmimik. Ihr werdet einfach nicht gesehen. Der weitere Vorteil ist, damit könnt ihr zum Beispiel natürlich als Beispiel jetzt in Riesenflöts könnt ihr damit viele Trashpacks zum Beispiel umgehen. Ihr könnt die ganzen 100% zum Beispiel bis vorm letzten Boss schon machen, und dann rennt ihr mit der ganzen Gruppe durch bis zum letzten Boss, lasst euch da schnell sterben, kämpft also erst gar nicht. Dann macht ihr als Druide oben auf der Treppe schnell die Schattenmimik, die ganzen Ads werden resettet, und ihr könnt dann zum Beispiel, wenn ihr ja ein Druidenheiler seid oder auch ein anderer, eine Heilfähigkeit zum Wiederbeleben habt, könnt ihr einfach ganz schnell Schattenmimik dann wie gesagt machen, und dann könnt ihr eure Gruppenmitglieder oben schnell wiederbeleben, zack, und ihr geht direkt zum Boss und erspart euch als Beispiel bei Riesenflöts einfach das ganze Kampfgetummel. Das könnt ihr natürlich in jeder Instanz einfach machen, wo ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ihr möchtet da schnell durchrennen, sterben, und mit Schattenmimik möchtet ihr das Ganze wieder umgehen. Das ist hier ein riesiger Vorteil, den einfach die Allianz hat. Des Weiteren bietet euch Schattenmimik einen weiteren Vorteil, und zwar könnt ihr damit sozusagen den Affix Schröpfung umgehen, die ganzen Geister, die da kommen, denn die sehen euch auch nicht. Die können euch zwar sehen, wenn sie nah an euch rankommen, in dem Fall muss man das auch sagen, aber wenn ihr ein bisschen weiter von den Schröpfunggeistern sozusagen weg seid, dann sehen diese euch auch nicht. Dann könnt ihr da auch einfach Schattenmimik machen, könnt sozusagen dann euch sogar bei einer ganzen Armee von Schröpfung einfach sterben lassen, theoretisch. Macht Schattenmimik, belebt eure Leute wieder und geht einfach wieder weiter. All solche Tricks könnt ihr mit der Schattenmimik einfach machen. Das ist hier auf jeden Fall der größte Pluspunkt, den ihr mit Schattenmimik auf alle Fälle habt. So, nun geht es weiter im Takt. So, und der nächste Tipp, der betrifft die Instanz Altaldazar. Da gibt es nämlich auch eine gute Methode, die ihr anwenden könnt, und zwar den Charakter, das Ad hier, was ich gerade im Target habe, das ist der Moloch der Aldazai. Die haben eine Fähigkeit, und zwar haben die einen sogenannten Sturmangriff, also wie ein Worry können die halt an euch ranchargen und können eine Menge Schaden verursachen. Um dieses Ganze zu umgehen, das machen sie aber hier nur auf den Healer, beispielsweise auf Caster-Klassen, also alles, was nicht in Melee-Range ist, sozusagen. Da könnt ihr das Ganze nämlich umgehen. Ihr könnt einfach, wenn ihr die jetzt hier pullt und diesen Sturmangriff umgehen wollt von diesen netten Herren hier zum Beispiel, ich pulle die jetzt einfach mal, das ist hier eine NRC, da sollte ich das hinkriegen. Dann empfiehlt es sich, dass ihr hier oben euch dann zum Beispiel oben drauf stellt, der tankt die unten. Das funktioniert jetzt hier bei mir natürlich gerade nicht, weil er mich immer wieder runterholt. Aber der Trick ist es halt einfach, dass ihr euch auf eine Anhöhung stellt. Also am besten hier oben drauf dann stellt, wo jetzt der Caster gerade oben stand. Da stellt ihr euch drauf und dann geht der Sturmangriff sozusagen ins Leere. Das heißt, es wird einfach nichts passieren. Ihr bekommt einfach keinen Schaden als Heiler, beispielsweise als Caster. Da könnt ihr euch dann einfach hier auf eine Anhöhung oben drauf stellen. Entweder hier zum Beispiel oder noch ein bisschen höher. Wie gesagt, da wo er jetzt zum Beispiel steht oder noch da drüber. Einfach oben drauf stellen. Dann wird euch der Sturmangriff auf jeden Fall nicht treffen von dem Moloch. Und die hauen natürlich wirklich gerade in den M-Plus-Dungeons, hauen die natürlich rein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im HC, in der normalen Mystic machen, je nachdem, was für Leute
ihr dabei habt, wenn ihr jetzt natürlich gerade, keine Ahnung, mit ein paar Freunden am Leveln seid und Gearfarm seid und ihr geht da irgendwie mit einer festen Gruppe gerade normale Mystics, dann könnt ihr das auch in der normalen Mystic natürlich einfach anwenden, dass ihr einfach auf einer Anhöhung alle hier pullt, dann oben auf die Anhöhung hochklettert und dann seid ihr sozusagen von dem Sturmgriff, von dem Mob einfach, ja, von dem Moloch-Mob einfach nicht mehr greifbar. Der charge dann einfach sozusagen in das Leere einfach nur noch rein. Und das ist natürlich einfach, ja, ist Gold wert für jeden Spieler einfach, dass der Sturmangriff dann ins Leere geht. Das könnt ihr als Caster dann einfach machen, sozusagen als Caster und als Heiler solltet ihr euch dann einfach da oben draufstellen, um einfach, wie gesagt, den Sturmangriff nicht abzubekommen, um das Ganze dann einfach zu überleben. Weil, wie gesagt, weniger Schaden ist natürlich nicht verkehrt. Und daher sollte das dann sein. Wie gesagt, dann stellt ihr euch hier oben zum Beispiel hin. Von hier oben aus könnt ihr heilen, könnt ihr auch casten, einfach ganz gemütlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, plus 8, plus 9, plus 10 seid oder auch normal Mystics, wie gesagt, stellt euch hier oben hin, könnt einfach ganz normal heilen, könnt weiter casten. Und der Tank und die Melees bleiben hier unten stehen. Machen ganz normal einfach die Ads weiter weg. Und ihr seid hier oben safe von dem Charts in Sicherheit. So, das war's mit diesem Tipp. Geht's weiter. Und der nächste Tipp, den betrifft die Instanz Freihafen. Denn da könnt ihr mit dem Kanonenbeschuss, den ihr jetzt hier gerade seht, wo die Leute das Mark über den Kopf haben, die Schröpfung-Ads mit besiegen. Wenn ihr im plus 10 aufwärts Schröpfung habt, dann könnt ihr hier den Endboss in Freihafen auf unter 60% bringen. Dann bekommt ihr das erste Mal den Kanonenbeschuss. Und der Kanonenbeschuss fügt nicht nur euch Schaden zu, sondern auch den, ja, den Ads innerhalb der Instanz. Und da könnt ihr dann zum Beispiel einfach die ganzen Ads mit Schröpfung einfach direkt mit wegbomben. Das funktioniert sehr gut, wenn ihr da zum Beispiel als Heiler oder Caster dann einfach ganz schnell euer Kanonensperrfeuer sozusagen direkt zu den Schröpfung-Ads hinbringt und der bombt die einfach instant weg. Das müsst ihr nicht machen, aber das könnt ihr hier natürlich einfach anwenden. Ist eine ziemlich simple Sache dann, wenn ihr das machen möchtet. Spart euch einfach Zeit sozusagen, dass ihr dann einfach direkt den Endboss pullt. Dann, wie gesagt, die Schröpfung dann kommt, dann haut ihr den, wie gesagt, schnell auf 60% runter und dann nehmt ihr das Kanonensperrfeuer und dann gehen die Range-DDs sozusagen und der Heiler auf die Schröpfung-Ads damit hin und dann macht das Kanonensperrfeuer die ganze Arbeit einfach für euch. Das ist eine ziemlich simple Sache und spart euch auf jeden Fall eine Menge Zeit. Und nun gucken wir uns den nächsten Tipp für die nächste Instanz an. Und den nächsten Tipp, den betrifft die Instanz Riesenflöz und zwar betrifft es den Endboss. Und um diesen Trick hier anzuwenden, müsst ihr einen Hunter in der Gruppe haben und zwar genau bei der jetzigen Phase, die ihr hier gerade seht, wo der Boss sein Schild hat. Da müsst ihr ja drei Raketen sozusagen, den Boss auf drei Raketen draufknallen lassen, damit sein Schild wieder weggeht und ihr ihn wieder angreifen könnt. Habt ihr aber einen Hunter dabei, könnt ihr das Ganze sozusagen so machen, dass ihr nur zwei Raketen braucht und keine drei, was eine Zeitersparnis ist. Wie funktioniert das? Der Hunter rennt zu der Rakete hin, stellt dort sein Pad ab und rennt dann weg, damit der Boss nur die Rakete und das Pad trifft. Wenn ihr das so richtig gemacht habt, dann wird nach zwei Aufschlägen sozusagen das Schild von dem Boss weg sein, wo ihr einfach eine Zeitersparnis habt, was euch in einem Mythisch Plus Dungeons plus 2 bis plus 20, 30 theoretisch eine Zeitersparnis gibt. Und das solltet ihr ja machen, denn ihr wollt ja hier schnell durchkommen. Und nun kommen wir zur allerletzten Instanz und zu dem allerletzten Tipp in diesem Video. Und der letzte Tipp und Trick in diesem Video für die Mythisch Plus Instanzen betrifft Kronstark-Anwesen. Um diesen Trick aber ausführen zu können, meine lieben Leute, braucht ihr einen Schurken. Wie das Ganze geht, erkläre ich euch jetzt. Und zwar geht es um den, ja, Vorgang sozusagen von dem Boss Ral, dem Unersättlichen. Das ist das kleine Schweinchen, was ihr hier in dem Bild seht. Was ihr dazu machen müsst, ganz simpel. Der Schurke sozusagen, der stealtht einfach durch die ganzen Maden und Würmer, die da sind, einfach durch. Geht bis zu dem Boss, hittet einmal ganz kurz den Boss an, macht dann wieder verschwinden. Nachdem er das dann gemacht hat, öffnen sich nämlich alle Türen ringsrum um den Boss bei Ral, dem Unersättlichen. Und ihr müsst nicht die ganzen Trash-Packs mehr machen. Könnt somit die ganzen Trash sozusagen umgehen und spart euch einfach hier auch wieder Zeit, was euch in den Mythisch Plus Instanzen natürlich zugute kommt, um die Instanzen einfach in Time zu machen. Das war es dann nun von meiner Seite aus. Wenn euch die ganzen Tipps und Tricks, die ich euch hier gesagt habe, ein bisschen geholfen haben, um euch die Zeit zu ersparen, beispielsweise um das Ganze euch ein bisschen zu vereinfachen, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich, dass das Video euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr natürlich, wie gesagt, gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann können wir ein bisschen heiß noch diskutieren. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.